get low when the whistle go. Tackeln, kicken, Spaß haben. Genau darum geht es beim Pearlball. Die Fun-Sportart ist prädestiniert dafür, mal richtig die Sau rauszulassen. Der Vorteil, es kann nichts passieren, denn in den Pearlballs ist man bestens geschützt. Das ist einfach ein stabiler Kunststoff, wie bei Gummibooten verwendet, nur halt, das ist eine spezielle Mischung. Also es ist jetzt sehr stabil und sehr belastbar. In wenigen Minuten wird aus einem Haufen Kunststoff ein Pearlball. Die Kugeln haben dann einen Durchmesser von 1,50 Meter und sind 7 Kilo schwer. Mit Hilfe eines Gurtsystems innerhalb des Pearlballs trägt sich das ungewöhnliche Sportgerät quasi von alleine. Haltegriffe an der inneren Vorderseite des Pearlballs sorgen für erhöhte Stabilität beim Spielen. Neben der klassischen Fußballvariante kann man mit den Kunststoffkugeln auch auf andere Art und Weise Spaß haben. Es gibt verschiedene Spiele, zum Beispiel Last Man Standing. Man stellt sich in einen Kreis auf, da geht es dann halt nicht um den Fußball, da geht es um die Pearlballs selber. Man läuft alle, wie es halt sagt, Last Man Standing, man läuft einfach in die Mitte drauf zu und rennt sich um und der Letzte, der stehen bleibt, der hat gewonnen. Und das sieht dann so aus. Der Fun-Faktor beim Pearlball liegt bei diesen Bildern wohl auf der Hand. Ich glaube, es macht einfach so viel Spaß, weil man einfach mal aus sich rausgehen kann. Man kann die Leute wegtackeln, man kann sich nicht wehtun, man kann einfach mal sagen, komm, der Alltag, der hat mich jetzt einfach, ich lasse einfach jetzt mal alles raus. Und es tut nicht weh. So, es befreit, glaube ich, auch einen, wenn man jetzt wirklich einen, sage ich mal, schlechten Tag gehabt hat. Und da ist sowas eigentlich der perfekte Ausgleich. Innerhalb des Pearlballs ist man ja auch quasi unverwundbar. Es wird gerempelt und geschossen, was das Zeug hält. Aber eines sollte man dabei nicht außer Acht lassen. Pearlball ist nämlich vor allem eins. Es ist wirklich anstrengend. Man sieht durch diesen Ball sehr verschwommen auch das Leder auf sich zurollen. Und wenn man dann gegentreten möchte, erwischt man meist nur die Luft, aber nicht den Ball. Man hat es ja gesehen, einige missglückte Aktionen dabei gewesen. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ein bisschen zu kurz gekommen, das Ganze, finde ich. Aber es liegt auch daran, dass man so viel Konditionsverlust hat in so kurzer Zeit. Man ist meist damit beschäftigt, aufzustehen oder sich zu erholen. Spaß gemacht hat es auf alle Fälle. Pearlball. Ein Riesenspaß für Groß und Klein, Alt und Jung, Mädels und Jungs. Diesem Fun-Sport geht definitiv nicht so schnell die Luft aus. Außer nach dem Spiel natürlich. Ja.